Hallo, mein Name ist Dr. Reinhard Probst. Ich bin Arzt in München, habe eine Praxis, die im weitesten Sinne ganzheitlich und naturheilkundlich behandelt und habe immer wieder spezielle Fälle. Ich heiße Karin Marotzke, bin Lehrerin und bei mir wurde 2021 eine Krankheit entdeckt, an die ich nicht mal gedacht habe. Die Frau Marotzke kam zu mir in Behandlung mit einem relativ verzweifelten Gesundheitszustand. Sie hatte einen metastasierten Brustkrebs, der mit einem sehr, sehr großen Brusttumor und Lungenmetastasen und zusätzlich auch noch Knochenmetastasen. Das wurde in der Taxisklinik festgestellt. Dort hat man mir dann nach dieser Diagnose einen Vertrag von, ich weiß nicht wie viele Seiten, vorgelegt, weil sie gemeint haben, ich eigne mich unheimlich gut für eine Studie für ein noch nicht zugelassenes Krebsmittel. Und als erstes hat man mir dann Letrozol gegeben. Das ist ja ein Hormonblocker. Ansonsten war gleich geplant der normale Weg. Schnellstmöglich OP, dann Chemo, dann Bestrahlung. Sie hat die schulmedizinische Behandlung nicht vertragen und im Gegenteil, die Tumoren sind darunter auch noch gewachsen. Der Brustkrebs war metastasiert in die Lymphknoten, in die Lunge und in die Knochen. Dann hat es natürlich pressiert, dann sind alle sehr nervös geworden und haben gemeint, okay, dann geht nur erstens Total-OP der rechten Brust, also die sollte total entfernt werden. Dr. Probst war dann mein letzter Strohhalm. Ich habe sie dann begonnen nach Wirkstofftestung mit einer Kombination aus Naturstoffen und ganz niedrig dosierten Chemotherapeutika zu behandeln, insulinpotenziert und mit Hyperthermie und auch mit wichtigen Gesprächen, um die seelischen Traumata auch auflösen zu können. Die Frau Marotzke ist sehr sensibel, deswegen hat sie manche Behandlungen auch nicht optimal vertragen. Allerdings sind die Nebenwirkungen in der Regel gering, oft auch gar nicht vorhanden und mit der Schulmedizin nicht zu vergleichen. Und nach 9 Behandlungswochen, eigentlich waren 10 geplant, wollte die Patientin unbedingt eine Diagnostik haben. Nach der 9. Behandlung war es soweit, dass ich gesagt habe, ich bin froh, wenn ich die 10. nicht mehr machen muss. Ich will einfach jetzt eine Untersuchung haben. Und ging dann zum PET-CT und zum MRT. Der Radiologe hat 6 Monate davor schon ein MRT bei mir gemacht, sah ziemlich schlimm aus. Und der hat mich ewig nicht reingerufen. Ich hatte schon Angst, dass er wieder was gefunden hat. Und dann kommt er rein, sagt er, was haben Sie gemacht? Da ist gar nichts mehr. Und der Tumor war ziemlich groß. Und dann sage ich, wie gar nichts mehr? Er hatte das alte Bild vom Mai und dann das Bild vom Oktober. Und er sagt, was ich gemacht hätte. Dann habe ich ihm von der Behandlung vom Dr. Probst erzählt. Der konnte gar nichts damit anfangen. Und er sagt, ja, also auf jeden Fall kann ich Sie nur beglückwünschen. Es sieht so aus, dass Sie es wirklich geschafft haben. Die Tumoren der Brust, der Lunge, der Achsel waren komplett verschwunden. Einzig, was übrig geblieben war, war eine winzige Knochenmetastase, die ich nun noch weiter mit Hyperthermie behandle. Ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Ich weiß nicht, jeder Mensch reagiert anders, aber bei mir, nachdem es ja schon so weit fortgeschritten war und ich als palliativ galt, das heißt nicht mehr heilbar, ja, war das für mich wie ein kleines Wunder. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten. Es gibt nur Menschen.